Das Bundesliga-Tots ist zwar draußen, aber auch die Icon-Swaps. Ihr habt richtig gegrindet und wir haben für die 5 Token bzw. 7 Tokens richtig coole Icon-Packs noch im Stream aufgemacht. 9 Moments-Packs, ein 92 plus Angreifer- oder Mittelfeld-Pack. Wir starten rein. Let's go. An die smarteste Community auf YouTube, herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch oder Mittag zum nächsten Video. Jungs, heute ist es wieder soweit. Icon Moments Time ist angesagt. Die Icon Swaps sind ja draußen und darüber hinaus auch richtig, richtig coole Icon Packs, die ihr, beziehungsweise auch Icon Picks, ja, aber die können wir erst in der nächsten Season machen, die man erst spielen kann. 5 Tokens braucht man für das garantierte Icon Moment Pack und 7 Tokens für das garantierte 92 plus Icon Moment Pack, ob Angreifer oder Mittelfeld. Da fallen die Verteidiger raus. Davon haben wir insgesamt 10 Stück. Lasst sehr gerne auf dieses Video, wenn euch das ganze Video gefällt, einen Daumen nach oben da. Ich würde mich riesig freuen, wenn wir hier die 3000 Daumen nach oben schaffen. Kuss geht raus, schreibt mir außerdem in die Kommentare, werdet ihr eins dieser Packs machen? Wenn ja, habt ihr es schon gemacht und was habt ihr unbedingt gezogen? Das würde mich super interessieren. Also ballert das alles mal unten rein, Kuss geht raus und wenn du noch kein Abonnent dieses Kanals bist, kannst du natürlich sehr gerne kostenlos abonnieren, denn jeder Zweite, der das Video schaut, also vielleicht du da draußen, der hat noch nicht abonniert. Also guckt mal, das ist absolut kostenlos. Damit würdest du mich unterstützen, die Community. Ganz viel Liebe geht auf jeden Fall an jeden Einzelnen raus. Und jetzt wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß mit dem Best-of. Let's go. 7 Packs, 7 Tokens. Okay, 7 Tokens braucht man dafür. Dankeschön. 7 Tokens, 92 plus Moments. Stürmer oder Mittelfeld? Halt's Maul. Karincha. Karincha Moments. Oh mein Gott, was? Big Jet! Oha! Er holt halt einfach direkt beim Brasilianer raus. Und den Garincha können wir, Chat. Den Garincha können wir. Mega kranke Karte. Richtig, richtig geil. Holy moly. Was für ein geiles Pack. Das ist der perfekte Einstand in diese Packs, Jungs. Das ist der perfekte Einstand in diese Packs. Moments Garincha. Direkt im ersten 92 plus Stürmer und Mittelfeld-Pack. Sehr, sehr geil. Seid ihr absolut gegönnt. Holy moly. Jetzt knallt es wieder, Chat. Wir haben das Icon Moments Pack. Wir sehen England, Stürmer, gib ihm Owen. Wenigstens halbwegs noch Owen. Owen Moments. Ist spielbar. Ist definitiv spielbar und ist der beste, den du von den Jungs ziehen kannst. Auch wenn es natürlich nicht die geisteskrankeste Icon ist. Aber Own Moments, da hast du gerade so noch den spielbarsten mit erwischt, den du halt da aus dieser Konstellation bekommen kannst. Der hat 5 Sterne Weak Foot. Deswegen für mich persönlich ist es definitiv okay. Komm schon, das nächste Icon Moment Pack. Nach Michael Owen bekommen wir wieder England. Diesmal Innenverteidiger. Ferdy, bring ihm Ferdy. Was ist da los, Chat? Den braucht er nicht mehr machen. Den braucht er nicht mehr abschließen, Jungs. Den braucht er nicht mehr bei den Icon Swaps abschließen. Den Ferdy nimmt er halt einfach nur für 5 Tokens mit, statt für 15 oder 16, wie viel er auch immer kostet. Weltklasse. Den besten Engländer gezogen, den du ziehen kannst, mein Lieber. Sehr, sehr geile Karte. Richtig, richtig stark. Sehr, sehr geil. Komm schon, das nächste Icon Moment Pack im Zeitlupen Pack. Das muss auch mal sein, Chat. Das muss auch einfach mal sein. Ich will jetzt den Brasilien sehen. Spanien. Stürmer, wenn dann Stürmer. ZM, das könnte Raul werden, ne? Weil ich glaube, Xavi ist ZM. Ja, es wird Raul werden. Hoffen wir, dass er die Icon SBC noch nicht abgeschlossen hat. Ich muss persönlich sagen, Raul gefällt mir persönlich leider Gottes nicht ganz so optimal. Aber wenn du Bock auf diese Karte hast, du kannst ja auf jeden Fall spielen. Und wenn du mit ihm klarkommst, ist es halt eine geile Karte. Die kannst du halt mitnehmen, das ist okay. Ist kein riesengroßer Gewinn. Ist kein riesengroßer Verlust mit dem Pack. Das ist eine spielbare Karte. Und das ist schon mal das Wichtigste. Dass du daraus halt, muss man wirklich sagen, du musst daraus halt einfach eine spielbare Karte ziehen. Dann ist alles super. Dann ist alles super, Anton. Wirklich, wir können hier wirklich so viele Sachen mittlerweile öffnen. Das ist nicht mehr normal, Alter. Das ist zu krass. Gehen rein ins nächste Icon Moment Pack. Ich möchte jetzt Ronaldo oder Rullet. ...94er Van Basten. Dass der überhaupt noch in dem Spiel ist.
Tim, 94er SPC-Futter. Kostenpunkt, boah, unter 300k. Das ist schon hart, Tim. Das ist schon echt hart, mein lieber Kopf hoch. Okay, nach langer Zeit wieder die neue Icon Moments. R9, auf Ansage. Own, 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 own. Lineker. Scheiße. Aber Lineker ist anders, OP, no joke. Ich habe halt noch nicht gespielt. Ich habe schon von vielen gehört, dass er ganz gut sein soll, aber willst du den wirklich spielen? Gut, kannst halt versuchen, statt Wright zu spielen, ne, oder so. Fuck, ey. Komm schon. Nächste Icon Moments Pack. Push dich, mein Lieber. Push dich voll rein. Push dich voll rein. Ich will was Krankes sehen. R9. Dinho. Brasilien. Oh mein Gott. Dinho, Rivaldo, Sokrates oder Kaká. Ich habe, glaube ich, noch niemanden anderes gesehen als diesen Typen. Es tut so weh. Es tut so weh. Der verfolgt uns in den Streams durchgängig. Es ist immer Sokrates. Wir haben noch nie einen Kaká, nie einen Dinho und noch nie einen Rivaldo gesehen. Da kommt immer Sokrates, Alter. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Karte, ich habe sie selber noch nicht gespielt. Wenn du sie hast, ich würde sie halt mal testen, ne? Ja. Und dann kannst du halt entscheiden, ob du sie spielen willst oder nicht. So würde ich es halt machen. Finde ich trotzdem deutlich besser als sehr, sehr vieles. Ja, definitiv. Darüber brauchen wir nicht reden, Sven. Also ich finde die auch deutlich besser als zum Beispiel sowas wie ein Moore, Inzaghi, Vieira, Vieri und so weiter. Die willst du halt nicht haben. Aber sogar das geht klar. Den kannst du halt einfach mal testen und gucken, ob es funktioniert. Ja. Vielleicht kommst du ja mit so einem Spielertyp halt klar. Das weißt du halt nicht. Ja, deswegen. Ich mach dies Abfahrt. Kuss. Ich glaube, er zieht die 125er nicht mehr. Die sind so beschissen, hat er gesagt. Lass mal weg, das Ding. Come on. Push dich rein. Push dich rein. Zambrotta. Hoffe mal, dass er die SPC noch nicht gemacht hat. Ohne SPC wäre halt big. Wenn er es gemacht hat, ist halt absolut belastend, ne? Darüber brauchen wir nicht reden. Darüber brauchen wir nicht reden. Wenn er die schon gemacht hat, die SPC, wäre es bitter, sonst wäre es ein guter Pull. Sonst wäre es definitiv ein guter Pull. Und RIP in den Chat. Aua. Aua, Chat. Das tut so weh. Das tut so weh, Chat. Ich sehe jetzt was bei dir. Ich sehe jetzt was Großes, Jonas. Jonas, ich sehe jetzt was Großes bei dir. Jonas, wir gehen rein. In 3. In 2. In 1. Jonas, komm schon, Junge! Come on. Jonas, hol jetzt hier Ronaldo raus. England. Wenigstens Owen. Der Beste aus der Möglichkeit, die du halt ziehen kannst. Den hatten wir ja schon mal. Aber 5-Sterne Weakfoot. Ist immerhin noch der Beste. Ja, ist okay. 5-Sterne Weakfoot-Karte. Aber Lineker oder Schirmer oder so wäre halt echt belastend gewesen. Müssen wir ganz ehrlich sagen. Schade, schade, mein Lieber. Schade, schade. Prime oder Moments, okay? Prime oder Moments haben wir nochmal. Komm schon. Push dich rein. Erstmal Moments ist wichtig. Nein. Netwet. Dann wenigstens hoffentlich der Moments. Ja, wird der Moments Netwet werden, ne? Es ist eine überragende ZOM-Karte, ne? Moments Netwet. Ah, die große Frage ist halt, hat er die SPC schon abgeschlossen? Aber ich finde die Karte nice. Ich finde die Karte echt geil. Die Frage ist halt, hat er die SPC schon? Ja oder nein? Unglücklich? Werden wir merken, ob es unglücklich ist. Ist nicht unglücklich. Er hat ihn. Er hat ihn noch nicht. Er hat ihn noch nicht abgeschlossen. Deswegen ist das in Ordnung für mich persönlich. Definitiv in Ordnung. Das ist okay. Netwet kannst du halt für Chiesa ab. Ey, Jungs, wie viel Glück muss man haben? Du spielst den Chiesa Offcam LM und dann ziehst du einen LM. Wie nice. Geiles Ding.